Naja, und wenn die nach Europa gehen, dann könnte es auch sein, dass sie nach Deutschland kommen. Und wenn Deutschland genau der Staat ist, der sich am solidarischsten mit Israel erklärt, dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, könnte es sein, dass dadurch auch das Konfliktpotenzial nach Deutschland überschwappt? Das sind ja die großen, komplexen Zusammenhänge, die man immer wieder durchdenken muss. Nicht als tatsächlich, dass es so ist, sondern um es in Erwägung zu ziehen, was könnte das für weitere Konflikte mit sich bringen? Die Frage muss schon erlaubt sein, wenn man die Hintergründe versucht zu ermitteln. Saudi-Arabien oder die anderen arabischen Staaten, auch die man meinte, fest im Griff zu haben, also im Würgegriff gewissermaßen sogar zum Teil, wo man sogar von US-Seite die Ölfördermengen sogar diktiert hatte, die wenden sich jetzt offenbar ab von dieser Hegemonialmacht und suchen sich jetzt neue Partner. Und da sind plötzlich Chinesen und Inder und Russen plötzlich mit im Spiel und auch eine gemeinsame Währung. Und wir dürfen nicht vergessen, die Währung-Thematik muss immer im Hintergrund bei jedem, der wirklich versucht, die Zusammenhänge zu ergründen, mitschwingen. Wie wirkt sich das auf die Währungen und auf die Finanzmärkte aus? Daraus wird man fündig meistens, wieso solche militärischen Verbandsverlegungen auch gemacht werden oder auch Spaltungen stattfinden sollen, die man eigentlich nicht wollte. Und weiter berichtet die Tagesschau auch, der Krieg in der Ukraine und der Machtkampf mit China rücken für die USA zunächst etwas in den Hintergrund. Der Nahostkonflikt könnte sich als drittes Großthema wieder etablieren. Ja, natürlich. Und das könnte dann natürlich wieder passen. Denn wenn dieser Nahostkonflikt sich jetzt ausweitet, dann haben die USA natürlich auch ein Argument, dort massiv aufzurüsten und dort eben hier ihr Militär entsprechend aufzubauen. Und das Ganze kann man natürlich machen, auch finanzieren, indem man mächtig viel Geld druckt in den USA. Diese US-Währung natürlich dazu führt, dass die gesamten Weltwährungen damit in die Inflation geraten. Wir dürfen nicht vergessen, dass die US-Dollar die Weltwährung sind, die sogenannte Weltleitwährungen, und alle anderen Währungen mit an dem US-Dollar dranhängen. Und wenn USA also quasi darüber eine Eskalationsspirale in Gang setzt, nämlich die Geldmenge zu erhöhen, dann tragen die Kriegskosten letztendlich alle anderen Währungen der Welt mit. Und Fazit, so könnte ein lange anhaltender Nahostkrieg auch den beginnenden Präsidentschaftswahlkampf umkrempeln. Donald Trump, der in den US-Medien zuletzt riesengroß erschien, erschien an diesem Wochenende wieder ziemlich klein, sagt er. Aber auch das könne sich schnell wieder ändern. Naja, also wenn wir das mal rekapitulieren lassen, dann stellen wir fest, dass unter der Amtszeit von Donald Trump kein neuer Krieg in Gang gesetzt wurde. Und danach, als Trump zurückgetreten ist oder zurücktreten musste, aufgrund der ja auch umstrittenen Wahl, wo Joe Biden dann Präsident der Vereinigten Staaten wurde, dass ab dann plötzlich diese ganze Kriegsthematik und Maschinerie wieder in Gang kam. Und wir wissen natürlich auch in Anbetracht des bevorstehenden US-Wahlkampfes, dass die Aussichten für die Demokraten äußerst mager sind. Und wir wissen natürlich auch, dass die Drahtzieher dieser entsprechenden Gruppierungen im Weißen Haus oberhalb der politischen Darsteller stehen und da natürlich auch ganz große Politik machen. Und wenn wir hier versuchen, das Ganze zu sehen, in Verbindung mit der Geldmengenpolitik, in Verbindung mit der Wirtschaft, in Verbindung mit der Geopolitik und der bevorstehenden Wahlen, dann könnte es sein, dass auf der Stufe ganz relevante Informationen zu finden sind, warum es jetzt plötzlich zu einem solchen Vorgang in Israel auch kommt. Ja, und die Lage wird natürlich nicht besser, wenn man sich jetzt hier neue Meldungen, die jetzt so in den letzten ein, zwei Stunden erschienen sind, anschaut. Denn Israel hat ja angekündigt, den Gazastreifen mehr oder weniger aushungern zu wollen. Und das bedeutet, dass sich jetzt schon einige, also nicht einige, sondern der Status, das österreichische Portal, der spricht von ganzen Heerscharen von Palästinensern, die jetzt vertrieben werden könnten, beziehungsweise sich damit in der Folge auf den Weg nach Europa machen. Und hier wird berichtet, dass also die ersten sich bereits auf den Weg gemacht hätten. Ja, das ist eine Art des Absolutismus, wie es ja auch der Philosoph im Mittelalter Machiavelli beschrieben hat. Also es ist hier sehr wichtig, sehr vorsichtig und differenziert zu analysieren. Die Politik unterscheidet drei verschiedene Definitionen der Staatsräson.
Als erstes wird Staatsräson als vorrangig der Staatsinteressen vor allen anderen Interessen interpretiert. Nochmal, vorrangig der Staatsinteressen vor allen anderen Staatsinteressen ist die Staatsräson. Also schon ganz wichtig. Als zweite Definition sieht die Staatsräson eine Staatsnotwendigkeit als vorrangig im Gegensatz zur individuellen Vernunft und Notwendigkeit. Also die individuelle Vernunft und Notwendigkeit, ich zitiere das hier aus einem Wikipedia-Artikel heraus, dass ich mich hier auf gar keinen Fall in zu glattes Eis bewege. Und das ist also wichtiger, diese Staatsräson, als die individuelle Vernunft. Was würdest du denn unter individueller Vernunft und Notwendigkeit verstehen? Und vor allem auch, wenn es heißt, Vorrang der Staatsinteressen vor allen anderen Interessen. Ja, da sind wir genau wieder in dem Thema der Raison, wo wir sagen, dass die Fürsten und die Könige über allem stehen und dass der Mensch dann eben halt, der als Individuum dabei Nachteile hat, zurücktreten muss im Interesse dieser Staatsräson. Das ist schon ein ganz heißes Thema, auch wenn es jetzt so ein bisschen akademisch klingt. Aber es ist wichtig, dass man da mal rüber rangeht. Notfalls einfach ein Stück zurückspulen und sich das Ganze nochmal anhören. Also die dritte Sichtweise, die beschreibt also die Wahrung und Vermehrung des Nutzen des Staates, auch unter Inkaufnahme der Verletzung von Moral- und Rechtsvorschriften. Auch interessant. Was heißt das denn genau? Ja, also ich frage mich jetzt bei dieser Geschichte des Räsonierens und dieser Staatsräson, inwieweit man welche dieser Definitionen jetzt oder vielleicht alle oder eine Mischung daraus, es ist hier so ein bisschen eine offene Hintertür, wie weit man gehen kann, um Interesse einer Staatsräson notfalls auch Rechtsvorschriften über Bord zu werfen. So ist es zumindest in der alten Staatsräson mal definiert worden. Und eine Staatsräson, Israel mit allen Mitteln zu verteidigen, ist nachvollziehbar, aber es muss auch hinterfragt werden, wie weit ist das definiert? Man kann jetzt sehr viele Szenarien interpretieren und noch einmal festhalten, dass Staatsräson also nicht ein Bekenntnisbegriff wie eine Solidaritätsbeurkundung ist. Das glauben nämlich die meisten. Man sagt, wir solidarisieren uns mit Israel, sondern eine Staatsräson geht weiter, wesentlich weiter, bis zu einem eventuellen militärischen Eingriff Deutschland gegen die Palästinenser. Oh je, also da stellt sich ja die Frage, wie, ich sag's mal vorsichtig, einige in Deutschland lebende Migranten damit umgehen würden. Denn es ist ja bekannt, haben wir ja nun gerade drüber gesprochen, dass es da doch diverse Antisemiten unter ihnen gibt. Naja, und ich würde diese Sachen auch nicht so beim Namen nennen, wenn es die Zeit nicht 2018 genauso gemacht hätte. Also es ist ganz wichtig, dass diese Argumentation man findet in der Darstellung, nämlich in 2018 in der Zeitung Die Zeit. Aber alleine, wie sich allein eine unkontrollierte Zuwanderung nach Deutschland hier noch von der Ampelkoalition rechtfertigen lässt, das entzieht sich meinem Abstraktionsvermögen, denn wer kann bei einer Staatsräson gegenüber Israel hier ausschließen, dass nicht Antisemiten mit reinkommen? Und eine unkontrollierte oder auch illegale Einwanderung ist hier an meiner Situation überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Und die CDU, um es auch ganz klar zu sagen, die macht es ja ebenfalls seit Jahrzehnten schon vor und seit 2015 ja sogar völlig unkontrolliert unter der Leitung von Frau Merkel. Wir sehen also, es ist ein Sammelsurium der sozialistischen Einheitsparteien Deutschlands, die hier auch eine Rolle spielen. Das merkt man schon. Vor allem auch, wenn man nicht entsprechend handelt. Wir kennen ja umgangssprachlich den Begriff des Räsonierens. Damit meint man jemanden zur Vernunft bringen. Nach dem Motto, den werde ich jetzt mal räsonieren, dass er zur Vernunft kommt. Das Prinzip der Staatsräson, also der Begriff kommt aus dem Lateinischen ratio status, das heißt Staatsvernunft, das hatte in den früheren Jahrhunderten eine sehr große Bedeutung. Da geht es nämlich um die Interessen der Könige und Fürsten, die die Länder beherrschten. Und diese Interessen der Könige und Fürsten wurden über die Interessen aller anderen Bürger gestellt. Das ist die eigentliche Staatsräson. Ich sehe das Problem, dass die meisten Bürger, die im Staatsfragment der Bundesrepublik Deutschland leben, so ist es ja korrekt ausgedrückt, also im Geltungsbereich des Grundgesetzes, möchte ich mal lieber sagen, überhaupt kein Bewusstsein haben für diesen gewaltigen Begriff. Und was die Konsequenzen einer Staatsräson überhaupt sein kann, die man hier ja so oft beteuert.